Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei den Nachbarsbauern. Ich bin der Frank Rami und ich habe mir ja das Feld hier gekauft und der Gacki, der hat eben gerade ein bisschen Zeit gehabt und der hilft mich hier glücklicherweise. Gerade ist ja der schon voll und hilft beim dann muss ich ihn abtanken. Und Gacki, wie läuft's? Gut, die ersten 8.500 Liter. Ein Kipperchen habe ich gerade schon weggefahren. Ja. Dein Dasher sieht auch so sauber aus wie meiner. Ja, die Geräte arbeiten, ist das so. Vollkommen richtig. Na gut, dann ich geh mal wieder runter hier, weiter Dasher, ja? Ja, ich auch. So, ich. Nein! Nein! Gut, Feierabend. Nimm deinen Traktor mit runter, der Drescher ist voll. Ja, stimmt. Ja, Kisunzi. Alles nur Spaß. Genau. Er schreibt schon wieder. Ein Gacki drischt und Andi guckt nur zu. Was? Typisch. Typisch. Kisunzi? Wir sind doch schon gut vorangekommen hier. Mit dem Topliner hier übers Feld. Ich glaube, die An- und Abfahrt zum Feld und wieder zurück dauert länger wie das Dreschen. Ja, zu zweit geht es halt doch relativ fix. Na, alleine habe ich schon jetzt ganz schön geprügelt. Du hast aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr Weite als ich, ne? Ja. Ich habe 6 Meter. Ja, zu viel kann ich da nicht mithalten. So. Ja, nee, ich ernte den Andi nicht. Keine Angst. Der bleibt euch erhalten. Ja, da gibt es auch nicht viel zu ernten. Ein bisschen Gammelfleisch und so. Genau. So. Ja, wie machen wir das jetzt mit der Gitarre? Muss ich mal angucken, wie groß die ist. Ja gut, ich kenne nur die amerikanische und auch nicht, wie sie die platzierbare ist, wie groß die ist. Ja, die Gebäude sind ja teilweise identisch. Also es gibt von manchen hast du 2 Versionen und von manchen nur eine. Oh. Produktion. Steinheim-Molkerei. Das ist schon etwas. Ja, so viel Platz habe ich ja auf dem Hof dann auch wieder nicht mehr, oder? Es ist fast kein Platz mehr. Auf dein kleinen Höfchen. Ja, auf der einen Seite hatte ich ja eigentlich noch einen Kuhstall angebracht. Irgendwann mal später. Schon in 2-3 Folgen. Genau, so ungefähr. Ja, es wäre schon lustig, wenn wir hier draußen ein Langzeitprojekt machen, weil da kannst du mal wirklich sehen, wie der Hof dann wachsen kann, halt so natürlich halt noch. Ne? Ja. Ich meine, bei manchen Sachen, wo du halt im Singleplayer spielst oder so, oder auch im anderen Multiplayer, da bist du ja meistens auf schnelles Wachstum aufgelegt und haust meistens immer sehr viel Kredite mal so aus und alles. Und hier ist es halt. Ja, das
doch, langsam, gemütlich. Aber gerade weil du sagst, eben so diese Langzeitmotivation, das ist jetzt eben für mich auch gerade wieder das Ding gewesen. Ich beende ja jetzt irgendwann mein LS19-NF-Marsch-Projekt, um dann wieder mal auf die Karte zurückzukommen, weil irgendwo um die 1070 Folgen werden es vielleicht werden, ganz knapp. Und ich war wirklich am Überlegen, was machst du dann am Ende? Hm. Weil es ist halt doch, man ist halt auch irgendwie stolz auf das, was man sich in dieser wirklich doch relativ langen Zeit aufgebaut hat. Und zuerst hatte ich eigentlich gedacht, ich werde einen Abschlussstream machen, wo ich einfach alles verkaufe, was ich habe, um zu gucken, was an Geld reingekommen ist. Mache ich jetzt aber nicht, sondern ich werde wirklich, und wenn es ein-, zweimal im Monat ist, das Ding einfach nochmal streamen, das Projekt. Und da weitermachen noch. Weil es ist doch einfach zu schade, finde ich, was man da wirklich erreicht hat. Und eben parallel dazu, im 22er geht es wieder von Null los. Hm, hm. Ja, aber da hast du ja viel mit Cursed Land unterwegs, ne? Ja, also das ist eben ja wirklich, das ist ja wirklich ein Reihe. Das ist im Grunde bei mir das Projekt, wo ich sage, das ist eben wirklich Singleplayer. Da haben schon so viele auch aus dem Team gefragt, können wir da mitmachen oder so. Aber ich sage, nee, das ist und bleibt ein Singleplayer und wirklich in Perfektion mit Cursed Land Counter-Drive. Und glaube ich auch, welche Schwierigkeitsstufen spielst du da? Mittel oder leichter? Auch Mittel. Also, auf leicht würde, auf der NF-Marsch würde zu leicht gehen. Also zumindest die 19er-Version. Weil wenn ich gucke, wenn ich da irgendwie einen Palettenwagen mit Bier zum Beispiel verkaufe, das ist eine halbe Million. Also das geht dann doch relativ schnell und er hat jetzt am Ende die neuesten Produktionen, die sind dann auch schon vom Kaufpreis mal her ein bisschen teurer geworden, weil das dann einfach doch ein bisschen zu leicht gewesen ist. Und ich denke mal, im 22er will er das noch mehr ausbalancieren. Oh, ich glaube, du musst mir doch nochmal entgegenkommen. Reicht mein nicht? Tag ist gleich voll. Okay. Max Wuppertal, schönen guten Abend. Das könnte jetzt aber eng werden. Ja, ich bin jetzt voll. Na, ich bin auch bei 94%. Das sind nur ein paar Liter. Ja gut. Passt. Aber der Hänger ist auch schon wieder gleich voll. Ja gut, 95. Ja, du kannst eigentlich schon mal zum Hof fahren, das passt das nicht. Bisschen. Leichter werden, wenn man schneller fahren kann. Tick, genau. Ich muss ja jetzt eh erst noch mal den Berg hoch zu meinem Schneidwerkswagen. Schönes war's hier. Ja. Tja. Wie es uns geht, also mir geht's relativ gut, bisschen kaputt vom doch etwas längeren Stream gestern, aber sonst ganz gut. Ja, mir geht's immer gut, weil du weißt, die schlechten Leuten sind, ne? So ist das. So, wo steht mein Baum? Ach, da ist er. Der guckt was Grünes durch die Hecke. Ich stell den Traktor zu dir auf den Hof rüber, ja? Mit dem Anhänger. Nein, ich kann doch bei dir direkt ins Silo laden. Mache ich den Schlenker kurz über den Hof bei dir. So, das ab. Und dann kuppelt man das gute Geschoss mal wieder an hier. Durch die City. Ich habe nur Angst vor dem KI-Verkehr. Wenn man hier so mit 20 durch die Gegend rast,
könnte da was passieren. Ist da ein Staufel, sagst du das? Oh, und oder dass mir einer in die Kiste fällt. Das hatte ich noch nie. Ja, bei langsamen Kurvenfahrten. Ja, wenn du zu weit oder wenn der auf die andere Spur überkommst, dann denkt er, der ist frei, fährt daneben dich und du ziehst wieder rüber, dann ja. Aber wenn du schön auf deiner Spur bleibst, hast du noch was schön, noch nie irgendwas gehabt. Gosli, danke für dein Resub im 17. Monat. Danke, danke. So. Sind wir schon auf dem Weg in die Stadt. Wir gehen mal in die Innenperspektive. Das haben wir was ganz Echt? Neues hier. Ja gut, eigentlich gucke ich schon, dass ich auf Überführungsfahrten zumindest in der Innenperspektive fahre. Aber was ich eben festgestellt habe mit der alten Grafikkarte, wenn ich da in die Innenperspektive gehe, dann ruckelt das und leckt das immer erstmal wie noch was. Deswegen war ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Das ist auch der Grund, warum ich eben heute wirklich auch wieder ohne Kamera spiele. Weil die hat mir wirklich 30 FPS weggenommen heute. Ja, das hatte ich das letzte Mal auch schon. Deswegen weiß nicht warum auf einmal. Vorher hatte ich das irgendwie nicht. Oder bei den ersten Streams. Ich hatte jetzt auch noch was Witziges. Wenn ich meine Cam normal laufen habe, hat die eine Asynchronität Bild ja, und das Ton. Ja, meine auch. Aber das kann man jetzt mittlerweile das habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich alles eingestellt gehabt und jetzt bin ich umgewechselt auf dieses Snapcam, wo man diesen Filter drauflegen kann. Ich habe an den Einstellungen nichts geändert und irgendwann meinte, glaube ich, Sharper, das passt alles nicht. Weil das ist alles asynchron. Jetzt kann ich die Spurverschiebung rausnehmen auf 0 und okay. Das passt. Warum auch immer. Keine Ahnung, was da wieder. Das habe ich dann wieder festgestellt. Da tust du schon den Mund bewegen und es kommt noch gar keine Stimme. Denke ich, sieht nicht gut aus. Und dann wirklich wieder getestet und ich nehme das raus und guck mir das an und es passt. Ich denke auch wieder, hä? Dann musst du mir mal sagen, alles Technik. Snapcam ist das, nennt sich das. Das ist praktisch die Desktop-Version von Snapchat mit den ganzen Filtern. Und das musst du eben im Hintergrund laufen lassen und dann kannst du eben, gut, du musst ja die Filter nicht benutzen, du kannst ja auch einfach das Kamerabild so ja, übertragen. Weil im Moment hole ich das und muss ich diese Logitech-Software laufen lassen, damit ich das Kamerabild im OBS anbekomme. Also ganz komisch. Ja, ich kann die Kamera irgendwie nicht direkt ansteuern. Genau, Kesulzi. Technik, die begeistert. Ja, Technik, die begeistert, steht im Wohnzimmer. So. Hallo, Auto. Komm, wir machen es hier einmal. Ah, oh, ja. Was hast du denn da? Ab durch die Hecke. Ein ganz schöner Blümmer. Ein schöner Blümmer. So, jetzt muss ich da einmal anfahren. Vielen Dank für den Vergangenheitsfahren. Was ist das denn? Boah. Bevor ich wirklich hier Däumchen drehe. Das sind so eng. Ich will nicht, dass sie nur kaputt machen. Oh, passt. Gut, ich lade. Ich bin auch gleich da. Schön im Dorf. Mir so viel Mühe gemacht, den Hof zu bauen und dann machst du da irgendwie Sachen kaputt. Nein, gar nicht. Gar nicht. Es war nur eng. So, abgeladen. Weiter. Wie
Ja, vielleicht sehen wir uns ja noch. Du musst ja noch über die Straße rüber. Was du fährst, wahrscheinlich wieder. Ja, ich fahre gerade durch zwischen zwei Bäumen in meinen Hof einfahrt. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ja, ich bin schon auf meinem Hof. So, hoffentlich kommt jetzt kein Auto entgegen. Ich sehe keins. Oh, doch, vorne kommt eins. Ja, Ente, das hast du Glück gehabt, dass du angehalten hast, weil sonst hätte ich dir ein Kabel draus gemacht. Da gibt's Eier. Zwei Paletten Eier. Die verladen wir doch gleich mal. Bitte nicht. Ich bin nicht aber mal hier zu, oder? Oh. Wie ist das Spiel jetzt, wie das so leise ist? Oben war es doch laut. Ich bin wieder ein bisschen hoch. So. Ah, da ist jemand. Wieder zwei Paletten Eier fertig. So, dann brauchen sie ja nur noch die 100 Millionen Liter Stroh runterholen. Ist ja. Oh, viel Spaß. Easy. Und dann? So, einmal das Ärmchen ausfahren. Auch lustig, dass man vom Dash Attack ins Silo kippen kann, ne? Boah, das war aber schon immer so. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 Paletten Eier. Boah. Mal gucken, was denn die Verkaufspreise von Eiern so sagen. Boah. Ballend, das ist klar. November. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Bisschen. So. Gut. Da kann hier noch was passieren. So, wie sieht es hier drüben bei den Gewächshäusern aus? Da. Oh, hier da, ist da eine Palette. Vorhin wollte ich doch wirklich die Birken wegmachen, ja. Da die kleinen. Die sind zu dünn, die kannst du mit der Kettensäge echt? Nicht absägen. Ja. Was? Ich weiß nicht, ob die noch wachsen. Ja. Das dauert. Wenn es dann geht. Ja. Und die wachsen langsam. Ja. Ich hab's halt. Aber du hast ja einen Gabelstapler, also der hat einen saukleinen Wenderadius. Ja, aber ich bleib trotzdem immer irgendwie hängen noch. Zumindest ist die zwei, die da dazwischen stehen, welchen die müssen noch Stapler weg. Hast du denn den Elektro oder den Benziner? Den Benziner. Ich habe mir den Elektro gekauft. Also nicht hier, sondern mal im privaten Projekt, ja. Ne? Der ist schon geil. Mhm. Ja, den habe ich auf meinem USA-Projekt. Was bei dem halt der Nachteil ist, der ist sehr langsam. Aber mit dem wirst du eigentlich keine großen Distanzen fahren halt, ne? Ja, ich hatte mit dem hatte ich ja einmal was gemacht. Ich hatte mir eigentlich einen Tieflader geholt, um dann die Paletten drauf zu packen. Den Gabelstapler mit drauf zu packen und dann eben, sage ich mal, von der Mehlmühle zur Bäckerei zu fahren. Ja, dann war es dann irgendwann so weit und ich hatte keinen Traktor frei.
dann hatte ich meinen Paletten-Tieflader mit Mehl beladen. Hab den an den Gabelstapler dran gehangen und hab gesagt, so, jetzt fahr mal. Gut, bis zur ersten Steigung ist es auch noch gegangen. Aber dann sagte er, nee, ja, da gibt mir nicht. Aber ich, ja. Gacki, ich würde dich echt ungern in deinem Redefluss unterbrechen, aber es wird Zeit. Du darfst. Ja dann, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind die Nachbarsbauern hier jeden Freitag live auf Twitch, manchmal sogar in Farbe. Und vielleicht kommen auch bald wieder bessere Zeiten und ihr seht unsere hübschen Gesichter wieder. Ja, die muss man ja unbedingt mal gesehen haben. Und ansonsten auf YouTube täglich ab 12 Uhr gibt es Neues von den Nachbarsbauern. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit einschaltet. Ich sag danke. Tschüss. Auch von mir. Tschüss.